Hallo Nico. Ja. Ich weiß, ich bin jetzt eine Minute zu spät, aber ich habe eine gute Erklärung dafür. Und Hallöchen Apfel auch. Auch gelurkt. Und zwar. Ja, aber. Spontan hat VTuber Plus gesagt, ja, nee, du kannst dich nicht einloggen. Das musste ich jetzt ganz schnell fixen. Ich habe auch keine Ahnung, warum es das meinte. Musste nur ein paar Mal den OAuth-Key neu eintragen. Kann ich ja nichts dafür, wenn meine Software so spontan kaputt geht. Moment mal, ich sollte auch noch überall Bescheid sagen, dass es geht. Wo ist mein Ankündigungs-Dings-Bums? So, herzlichen Glückwunsch zum Erstersein und Waifu Husbando. Okay, Nico, du bekommst das exklusive Angebot, dass ich dir Caster aus Fate Stay Night unterbreite. Ich soll doch mal dieses Bulletin hier durchlesen. Warum exklusiv? Ja, das bekommt halt nicht jeder. Oh, hallo Köfte. Moment mal, das läuft im Hintergrund weiter. Jahreszeiten ändern sich im Ländern des alten Glaubens, feiert den Aufgang des Blutmondes mit diesem besonderen Event. Führe das neue zeitlich begrenzte Ritual des Blutmondes durch, um für 3 Tage die Geister der Toten zu hören. Heftig. Nimm die Geister alter gefangener Anhänger und gewähre ihnen Erlösung von dieser Welt. Gruselig. Sammle gruselige neue Anhänger-Skins und Dekoration für meinen Kult. Ja, let's go. Hallo Kitty. Cool, nein, das wollte ich nicht. Ja, Nico. Oh Gott, dieses Lag ist noch mehr. Nein. Und Benny G-Subs abgelaufen, RIP. Und, mir geht's ganz, gut, Kräfte. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir denn? Okay, ich habe ein Problem. Mein Pro-Controller funktioniert nicht. Esse. Oh no, was ist denn los? Jetzt will er doch, okay. Kalter Wind, die Toten sind nahe. Ich höre sie flüstern, führe ein Ritual des Blutmondes durch, damit wir ihre rastlosen Geister sehen können. Okay, I guess. Also Nico, die neue Funktion ist halt sogar relativ simpel zu benutzen. Man muss... Lägt das so hart? Bei mir in OBS ist das richtig hart am Ruckeln. Title Change. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich wusste, dass ich auf etwas vergessen habe. Pock, pock, pock. Hallöchen Coco und Eni. Warum steht Smash im Titel? Ja, weil ich lost bin. Okay. Was, ich hab's doch zum Richtigen geändert, oder nicht? Halt auf die Lamp. No. I'm sorry. Oh, du kennst meinen Streamplan. Oh, der passt auf. Ja, ich bin generell gerade auch ein bisschen verwirrt, glaube ich. Vielleicht Panik, weil kurz nichts funktioniert hat. Ritual des Blutmondes. Ich habe bei weitem nicht genug Kürbin.
Nico, warum machst du keinen Sub? Werbung? Geht's so nicht? Ist illegal? Ja, gerne doch, Eni. Nico. Damit haben wir das. Oh ja, warum sind die Song Requests aktiviert? Die sollten eigentlich aus sein. Also ich mache halt heute keine, weil wir ja Cult of the Lamb spielen. Ich deaktiviere die mal eben. Aber ich lasse die immer an, damit die Q nicht geleert wird. Ein paar coole bei, ich glaube, dann lasse ich das. Ach, Nico. Und halte ich den Dom mit dem neuen Robin-Smug. Ist ja auch schon wieder alles Schrott. Weil Jugendherberge, ach du Scheiße. Also seid ihr gerade auf einer Klassenfahrt? Oder wie habe ich das zu verstehen? Oha! Anna! Hallöchen, willkommen im Stream und Dankeschön für dein Abo. Am Montag, Schulkram. Und, oh Gott, darf mich wieder bewegen. Meine einzige Schwäche. Ich habe keine Kürbis. Samen. Ist ja doof. Machen diese Faulpelze auch übrigens, dass die hier... Kürbis. Let's go. Danke für den Headpad. Und bleibt eine Woche in irgendeiner heutigen Hinterwerke. Boah, das habe ich auch immer gehasst. Das ist halt schon echt unangenehm. Neue Arknights-Event, ja, let's go. Wait a minute, hat Gegenstand? Das hat schon... Ich dreh durch. Moment. Rewards. Das ist doch alles richtig. Der VTuber Plus hat eben halt nicht richtig funktioniert. Das wollte mich nicht einloggen lassen. Also hat das irgendeinen Blödsinn gemacht, glaube ich. Moment, ich versuche es hier nochmal. Okay. Ich starte es mal neu. Ich betrüge jeden außer Uri. Nein! Dom, geh nicht. Und wenn du gehst, dann geh bitte zu Robin. Da warst du doch eben auch. So. Jetzt teste ich nochmal. Jetzt geht's wieder. Okay. Selbst mich selbst, ja. Besonders mich selbst. Denk mal drüber nach. Autsch. Okay, nice. Danke für den Headpad. Und es funktioniert. Ist ja wundervoll. Wisst ihr, was dafür jetzt nicht mehr funktioniert? Deine Abschlussfahrt gelesen. Ja. Wann ist die denn? Okay, jetzt funktioniert mein Pro-Controller wieder. Wale. Los. Nächstes Jahr. Uff.
Moment mal, du bist schon so lange da auf der Schule? Krass. Onka S. Weites Jahr. Damn. Die Zeit verfliegt, ey. Das ist so krass. Oh Gott, es ruckelt. Okay, es ruckelt nicht mehr. Das Ziel ist Rotterdam. Boah, ich glaube, da war ich noch gar nicht. In Rotterdam, nicht in den Niederlanden. In den Niederlanden war ich öfters. Oh Gott, es laggt schon wieder. Party, let's go. Wo die Geister der Toten? Wo sind sie denn? Warum geht die Musik auf einmal so hart? War das schon immer so? Schon so ein Banger. Party. Ah, ja, das ergibt tatsächlich ziemlich viel Sinn. Pixel Party. Den Booty-Song, oh Gott, nein. Wir ernähren uns Tag 69, ouch. Moment mal, das ist ein Geist. Wen habe ich da gerade reingesaugt? Oh, eine neue Tierform. Let's go. Ach, da ist auch noch ein Geist. Oh mein Gott, ich sehe die jetzt erst. Und etwas trinken. Oh, das ist nice. Das ist so... Boah, ich hasse diese Form. Was soll das denn? Schnabel und Mund gleichzeitig? Das geht doch nicht. Hier irgendwo. Ah, hier sind noch mehr Geister, tatsächlich. Oh, nee. Wie hat es sich denn entschuldigt? Hat es den Gegner zu dir getragen? Schön einen Up-Smash rein. Oder einen F-Smash. Warum ist der Glaube so niedrig? Was habe ich getan? Den Clip bei PR mal vor ein paar Tagen reingeschickt, kannst du es nicht erklären. Magst du mir den auch nochmal so schicken, damit ich das auf keinen Fall vergesse? Inas. Aber bekommen Kapitel 33. Oh, damn. RIP, Nico. Aber ich leide gerne mit dir. Teile den Emotional Damage mit mir. Immer unterbreche ich Leute. Was ist denn los mit mir? Ausgibt gleich Essen. Ja, nice, dann guten Appetit. Der Titel ist In the Name of Reason. Ach du Scheiße. Boah, das sieht nicht gut aus, Nico, mit dem Namen. Nice, werde ich auf jeden Fall tun. 100% Rabatt. Ja, let's go. Mit einem Character-Related von den drei Hauptcharakteren. Ja, ich
Ist Bronya nicht Ash of Reason? Dachte ich so. So, hat hier eigentlich jemand noch nicht? Yes, nice, ich habe mich richtig erinnert. Ich will das nicht annehmen, wo ist meine Twitch-Integration hin? Ja, Nico, manchmal kann ich mir auch Sachen merken. Krass, oder? Hip. Dann nehmen wir mal diese coole neue Form. Aber die Twitch-Einbindung ist doch angestellt. Ja. Warum ging denn das nicht? Muss ich nicht verstehen. Autsch. Nee, oder? Ich glaube, das kann gar nicht sein. Hallo, Geist. Komm mal rein hier. Blutgrund. Ripp das Licht. Okay, das ist ein bisschen kaputt. Ach, deswegen 100% Rabatt, ist einfach übelst alt auf die Welt gekommen. Ich darf jetzt keinen normalen Holzplatz. Ah ne, Steinplatz. Und noch einen Steinplatz. Nur nicht so clever. Wie immer in diesem Spiel. Auch noch ein Geist. Na, komm mal her. Ja, wo ist der Geist denn da? Ich übersehe die so leicht. Boah, ich bin aber auch echt froh, dass ich jetzt wieder einfach gechillt streamen kann. Ich glaube noch nicht. Der letzte Coversong, den ich mir von Chiara angehört habe, ist For Blood. Den habe ich eben, ich habe die letzten 2 Stunden vor dem Stream in Dauerschleife gehört. Karte wird aufgelegt, nice. Schaden für alle bei einem Treffer, auch nice. Erhalte die doppelte Lebensenergie beim Heilen. Übel nice. Seit 3 Tagen, dass er seit er raus ist, fühle ich sehr. Der ist halt auch nice. Wobei ich mir jetzt auch die Originalversion dann sehr oft angehört habe. Iron Mouse hat Vampire Redis. Ah, ich glaube, das habe ich eben auch gehört. Das hat Tidal mir in meine Autoplay reingehauen. Ellie, I'm greedy. Das muss ich noch nachholen, dann. So, wie geht denn hier die Steuerung? X war, glaube ich, hier so bam, bam. Oh, was ich eben krass fand, das muss ich mal kurz nachgucken. Ich habe eben ein Achievement bekommen. Und vorher habe ich halt gar keine Achievements gehabt, aus irgendeinem Grund. Außer einem, ich glaube, vom Test anspielen. Da möchte ich mal kurz nachgucken, wie das gerade aussieht. Ich habe da Cross-off Thresholds. Oh, ich habe jetzt 2 Achievements, oder? Indie-Game-Musik, ja, Indie-Game-Musik. Ich finde, man merkt halt immer, dass die halt sich richtig viel Mühe geben. Weil Indie-Games sehr auf Musik angewiesen sind, glaube ich.
Was wollte ich denn eigentlich eben sagen? Oh, wo wir bei Indie-Musik sind. Aua. War ja jetzt am Freitag in Hamburg auf einem Konzert von Baumann, Bergmann, Pukinson. Das war sehr nice. Eine kleinere Band. Und einer der Mitglieder davon ist ja Jan Müller-Michaelis, auch als Poki bekannt. Der, dem wir diese großartigen Spiele namens Edna bricht aus und Harrys neue Augen zu verdanken haben. Und Deponia, wenn man Deponia mag. Aber ich finde Deponia schon cool. Nur der Protagonist ist halt eine Hatsch. Aber das war halt auch sehr nice. Wobei die Vorband irgendwie... Wie wurde es beschrieben? Genau, Deichkind auf Drogen war. Das war interessant, um es mal so auszudrücken. Aber hat sich schon gelohnt. Und als ich da war, wurde mir halt auch erzählt, ey, in Hamburg ist gerade eine Anime-Messe. Und ich so, ach, Polaris? War dann ganz erstaunt, dass ich das wusste, weil ich mich daran erinnert habe, ah, es ist ja Arcadia, das Smash-Turnier gewesen auf Polaris. Was ich halt dann voll vergessen hatte, dass das auch an dem Wochenende ist. Aber ich habe halt auch mal wieder gemerkt, okay, in Hamburg möchte man nicht mit dem Auto unterwegs sein. Das war aufregend, sag ich euch. Also nicht gut aufregend. Ja, so, ach du Scheiße, was machen wir hier gerade? Aufregend. Ein neuer Tag. Das ist etwa Tag 68. Bam. Ah, der lebt ja noch. Okay, der jetzt lebt ja nicht mehr. Was wollte ich denn erzählen? Hab schon wieder vergessen. Es war irgendwas noch weiter. Irgendwas weiteres mit Hamburg. Ah, genau. Zurückgereist sind wir dann so am Sonntag gegen 22 Uhr. Das heißt, wir sind halt so richtig nachts über die A1 gebrettert. Das war sogar mal richtig entspannt auf der A1, weil halt quasi nichts unterwegs war. Es war nichts los, das wollte ich eigentlich sagen. Wurdest du in eine Arcade eingeladen? Oha. Wo ist denn da eine? Also im Umkreis. Ich kenne mich ja gar nicht aus. Wusste gar nicht, dass es Arcades überhaupt noch gibt. Okay, alles abgeschlachtet. Achtung! Bam, bam.
Moment, ich klicke da mal ganz kurz drauf. Ich hoffe, es werden meine privaten Daten. Natürlich. Insert Coins, Gaming Community Events. Ein eingetragener Verein sogar. Nice. Das ist ja cool. Also hast du dann ganz viele Retro-Games gespielt. Nehme ich mal an. Coins! Geil, Geld, Verdienste. Seite ist besser. Ja gut, aber da möchte ich jetzt nicht unbedingt drauf sein, wenn ich hier so streame. Eine Modfühler schlug an. Dann kannst du Hannah gar nicht timeouten. Was ist da los? Nein, ist doch alles gut, Hannah. Was auch eigentlich echt cool, dann mal auf so einem Arcade-Automaten zu spielen. Stell mir das zumindest mega cool vor. No, er ist ärmlich. Keine Sorge, ich rette dich. Kann er mit allem, an allem möglichen zocken. Ja, geil, ey. Das ist schon so ein Träumchen. Es ist halt quasi wie diese eine Sektion auf der Gamescom. Nur wahrscheinlich nicht so überladen von der Besucherzahl. War super, mega schwer, an Tickets zu kommen. Okay. Ja, krass. Aber stimmt, ich hab da ja kurz drauf geklickt, da stand irgendwas von Warteliste. Bei Hauptpause. So, die nehme ich doch. Kann ich etwas Stonehenge konstruieren? Das heißt wirklich Stonehenge. Oh mein Gott. Geil. Viel schwerer. Oh Gott, was habt ihr mir angetan? Was wollte ich sagen? Genau, auf der Seite stand ja irgendwas von Warteliste. Aber cool, dass du dann halt da eingeladen wurdest. Dann musstest du dich wahrscheinlich gar nicht drum kümmern, ne? Weil ich dachte, ihr habt abgestimmt. Oder ist die Twitch-Integration wirklich kaputt? Weird. Sollte ja entweder gar nicht funktionieren oder 100%. Aber dass das so halb funktioniert, ist ja echt seltsam. Aua! Wenn durch Autschen. Thank you.
Ja, vielleicht ist da irgendwas verbuggt. Ich glaube, nach dem Dungeon trenne ich es mal kurz und verbinde neu. Das sollte ja helfen. Oh mein Gott, Leute, es ist Tag 69. Hoppla. Ich muss die gar nicht zeigen, weil ich Chrome nicht in Twitch eingebunden habe und ich werde eh nicht auf die Login-Seite geschickt. Ich bin ja bei Twitch eingeloggt. Sondern einfach auf die API-Seite. Also sollte nichts zu sehen sein. Aber Chrome habe ich, Chromium meine ich natürlich. Nutze Chrome ja nicht. Nicht in dieser Szene eingebunden. Ich glaube nur in der Fullscreen-Szene, die ich damals für Master Duel benutzt habe. Kalt auf die Lamp. Ach, mir fallen spontan nur die Jackbox-Spieler ein. Denn noch so Twitch-Integration. Habe ich denn so gewählt? Cylintor hat mal A Link to the Past gespielt mit so einer Twitch-Integration. War natürlich dann halt so ein Fan-Dings. Mit einem Bot, wo man dann Sachen, Kanalpunkte in diese Währung umwandeln konnte. Was ist denn noch so? Ah, es gibt auch noch irgend so ein Indie-Game, glaube ich, wo man dann halt auch als Zuschauer interagieren kann. Und Sachen schwerer machen kann. Aber mir fällt der Name einfach nicht ein. Wie ist das denn? Ich bekomme auch doppelte Silberherzen, das ist geil. Also Jackbox ist halt echt super. Da habe ich mir auch überlegt, irgendwann, wenn ich mal wieder einen 12-Stunden-Stream machen sollte, vielleicht, dass man das ja so machen könnte. Weil, also, das ist halt das Doofe an Jackbox-Spielen. Das lohnt sich ja erst so richtig ab einer gewissen Zuschauerzahl. So gefühlt zumindest. Aua. Among Us. Aber Among Us hat doch keine Zuschauerintegration, oder? Also ja, Among Us wollte ich dann auch machen in einem, wie in einem besagten 12-Stunden-Stream. Oh Gott. Ich stelle mich mal wieder ausgezeichnet an. Und damit meine ich, oh Gott, was tue ich? Boah, mir fällt halt echt leider der Name von diesem Spiel nicht ein. Was war das denn? Was kann das gewesen sein? Twitch-Integration. Moment mal, warum bin ich geheilt? Nice, ich beschwere mich nicht. Wundere mich nur. Twitch-Integration heißt einfach nur, dass man als Zuschauer damit interagieren kann. Zum Beispiel wie hier,
dass ihr eine Abstimmung bekommt ab und zu, was mit mir passieren soll. Kann ich zum Beispiel... Oh, Chihiro, hallöchen. Nas genäht. Warhammer Vermintide 2 hat auch die Integration angeblich. Und das ist auf Steam gerade kostenlos. Ja, nice. Das bietet sich dann ja voll an. Das war so ein Left 4 Dead ähnliches Spiel, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Nein! Ah! Oh, goddammit. Mich treffen lassen. RIP. Well, fuck. Aber jetzt kann ich mich mal kurz um die Twitch-Integration kümmern. Hier nach. Marbles on Stream. Ja, aber dafür braucht man halt auch eine ordentliche Anzahl von Zuschauern, finde ich. Nun geht's auch. Ja, dann. Mod-Ansicht toll. Das... Ah, okay, ja, das kann sein. Ich glaube, die Mod-Ansicht mag manchmal... Das ist Dom. Nee, es ist König. Oh, er ist eingeschlafen. Ich muss wohl Betten bauen. Oh ja, ich muss das auf einem Schlafsack errichten. Geil, Abendessen. Hallo Uri und guten Appetit. Sonst ging es auch, ja. Blöd, dass die Mod an sich dann wohl nicht möchte. Wir sagen, unangenehm. So, dann upgrade ich das noch eben. Gebe hier nochmal was in die Warteschlange natürlich. Kein Geld. Das ist nicht besonders Cash Money von mir. Aber ich sehe auch, ich muss mal wieder was kochen. Tok, 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 tok. Alles klar, dann viel Spaß. Das ist immer schön, wenn Spieler so eine packende Story haben. Besonders Mobile Games, wo man das ja nicht unbedingt erwartet. Oh mein Gott. Uwe, na? Du Kätzchen, erschreck mich doch nicht so. Hilfe, ich werde angekratzt. Brav, ja, du bist gut. Boah, ich habe gestern auch gemerkt, Uwe muss mich richtig krass vermisst haben. Er hat mich dann erstmal richtig abgeleckt. Auch wenn ich das ein bisschen weird fand. Ah, jetzt geht wieder eine Anhängerziehung, okay. Mal gucken, wer noch nicht hat. Jetzt. Exklusiv. Was wollte ich sagen? Genau. Kuba hat mich abgeleckt. Ich habe ihn halt hochgehoben. Das war weird. Er hat mir dann einfach erstmal mein Ohr gereinigt. Da dachte ich mir auch so, okay, Kuba. Beende das jetzt einfach. Oha, Chihiro war noch nicht.
Ja, dann nice. Glückwunsch. Wie kann man denn ein Katzenproblem haben, ist halt jetzt das Ding. Katzen sind doch wundervoll. Ja, guck mal, ist gut. Der knetet jetzt einfach meine Beine. Ja, brav. Willkommen im Kult. Guck mal, die ganze Zeit immer dann, wenn sie im Stream ist oder trollt sie. Na, no. Das ist schon lustig. Geld abzocken. Ach nee, Moment, das ist Tar, der zockt andere für mich ab. Dilkai, friedlich ist das die andere Katze, nehme ich da mal an. Na, no. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Smash 4 spielen. Tolle Mischmahlzeit. Eine tödliche Mahlzeit lieber nicht. Kotmahlzeit. Igitt. Na, no, dann schlaf gut, Nico. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg in der Schule. Den ganzen Tag drehen für Deutschunterricht. Uff, du Arme. Weil der Gehirn meine Substanzen erlaubt. Na, dann mache ich das doch mal. Ist schon eine Quest. Wollte ich sagen, genau, Smash 4 könnte ich auch mal, eigentlich mal wieder spielen. Dann spiele ich da Palu und kann traurig sein, dass sie da so schlecht ist. Mich, ja. So, dann kann ich ja mal Soso besuchen. Soso, Soso. Mal. Shashaludu. Hat der Pilze gekostet? Ja, du bist genau wie Soso. Soso weiß, dass du ein Freund bist. Hier, nimm das, ein Zeichen der Freundschaft zwischen zwei Gehirnwäschepilzliebhabern. Pass gut drauf auf, du kannst niemandem vertrauen. Niemandem. Besonders nicht mir selbst. Wenn man nicht das halbe Camp krank ist, ist die Kirche auch voll. Ja. Leute, die öfters so gesund halten, meine Anhänger. Stellt euch das mal vor. Einfach gesunde Anhänger. Bau es bei deinem Kult und komm wieder zu mir zurück. So wird dir ein letztes Geschenk machen. Okay. Der Lügner da draußen. Aber ich glaube, jetzt gehe ich erstmal ins Düsterholz, bevor diese Quest ausläuft. Das ist mir doch schon mal passiert. Boah, Little Mac tut mir in Smash 4 so leid. Er wird einfach noch mehr gebeutelt als in Ultimate. Boah, ich kann einfach gegen Leute rollen. Frog. Oh.
Das ist ja lustig. Aber man hört Kuba halt leider nicht schnurren, glaube ich. Ein bisschen ist er nämlich am Schnurren. Heftige Truhe. Boah, mit ganz vielen Monados. Oha, Chili, hallöchen. Heimkommen um 2:30. Du bist um 2 Uhr morgens heimgekommen. Das bis 19 Uhr. Ah, oder meinst du 2 Uhr nachmittags? Nee, PM. Ach so. Okay. Bei dem, was du halt sonst so erzählst, bin ich halt jetzt von AM ausgegangen, weil das halt echt voll gepasst hätte. Oh, danke für den Headpad. War der gerade wieder nicht da oder habe ich immer nicht rechtzeitig hingegangen? Gerade hast du Schule. Ah, okay. Dann ist ja gut. Aber scheint ja trotzdem ordentlich anstrengend zu sein. Ja, Kuba. Kuba ist gut. Aber du stehst da ein bisschen ungünstig. Jetzt lungert Kuba auf meinem Schreibtischstuhl rum. Das ist die erhöhte Schwierigkeitsstufe in diesem Dungeon. Gut gemacht. Na Kuba, was ist denn? Aber er will mich einfach so sabotieren. Wer von euch hat ihn bezahlt dafür? Kuba? Bitte. Okay, hier ist er runtergesprungen. Er hat irgendwas zum Knabbern gefunden. Weird. Das Gemüse. Ich liebe Gemüse. Da ist auch ein gruseliges Zeichen vor. Katze ist erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ja. Stage Hazard, würde man in Smash sagen. Anhänger oder mehr Nom Nom. Ich glaube, ich möchte mehr Nom Nom haben. Zweimal mehr Nom Nom haben, dann fällt mir da auf. Ich finde es auch voll schade, weil mir das gerade wieder einfällt. Ja, was ist mir wieder eingefallen? Ich habe es einfach vergessen, als ich es aussprechen wollte. Cool. Hey, was wollte ich denn sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. WTF-Gedächtnis. Stage Hazards sind super. Ich finde die tatsächlich gar nicht so übel. Auf gewissen Stages zumindest. Auf den meisten Stages sind die halt leider absolut furchtbar. Oha, eine Tarotkarte. Dankeschön. Seid so lieb zu mir. Ein Herz. Oh mein Gott. Brauche ich. Seid. Boah, nee. Ich kann damit gar nicht umgehen. Da ist, dehe ich mich immer.
komme auch gar nicht mit diesem Item klar, was die Steuerung umkehrt. Und wenn ich dann halt sehe, also wenn ich dann so ein Video von Nairo angucke, wie er damit spielt und das einfach so ist, als würde das gar nicht aktiv sein, denke ich mir auch so, okay, Respekt. Er ist ja komplett anders gebaut. Stellt euch mal vor, man würde Competitive Smash einfach mit Items spielen. Würde so krass eskalieren. Darüber habe ich auch schon mal geredet. Es gibt ja so einen Smash-YouTuber. Waidu ist sein kurzer Name. Sein ganzer Name ist Why do bad things keep happening to good people oder so? Das war. Der macht halt ganz viele wilde Videos so. Wo er mit ein paar Freunden mit einem bestimmten Item spielt. Das ist total krass. Dafür hat man ein Casual Turnier gemacht. Das war auch Frostbite, oder? Das habe ich auch sehr genossen. Ich finde, sowas könnte es öfter als Side-Event geben. Weil man halt einfach so krasse Sachen mitmachen kann. Ich habe ja letztens auch mit einem Freund mal mit Items gespielt. Weil der eher so ein Casual ist. Und dann wollte ich ihn nicht tot tryharden. Das war auch recht lustig. Ich glaube, ich muss noch mal einen Durchlauf machen. Ich habe nicht genug Blüten. Das wäre natürlich lustig. Aber Fox ist auch so ein Charakter, mit dem komme ich aus irgendeinem Grund auch gar nicht klar. Ich glaube, ich muss halt Swordies spielen, um mich richtig wohlzufühlen. Oder CSS. Ich bin auch super auf morgen gespannt, wenn ich Viewer Games mache. Ich denke, da werde ich wieder mit Q spielen, um halt einfach richtig in Smash reinzukommen. Obwohl ich halt gestern so ein paar Stunden mit Safi und Luki gespielt habe. Ilvi. Gott, ich sterbe ja gleich schon wieder. Und Hallöchen, Richie. Was lahmust du so rum? Oder ist das ein Flagmon? Findest diese schnellen Charaktere wie Fox Sonic oder so voll mies? Bist viel lieber Chars, die mit Ledge Traps gut sind? Ah, das Ding ist, mit Mythra komme ich ja super klar, würde ich sagen. Und die ist ja auch sehr schnell. Und sie kann auch okay Ledge trappen. Ich glaube, es ist ein Lamus. Er sieht für mich auch eher nach einem Lamus aus. Oh mein Gott. Oh Gott.
Bitte nicht töten. Heilung? Oh mein Gott, Heilung. Okay. Wichtig. Snake oder DDD zum Beispiel. Ah, so langsame Charaktere, die richtig hart ledge-trappen. Respektiere ich sehr, wenn man sowas spielen kann. Aber ich kann das nicht so gut. Autsch. Hätte mich gar nicht getroffen. Einfach Rosalina spielen, oder? Das geht auch immer. Ich spiele einfach die Aegis und Ledge-Trap so. Let's go. Bären. Ganz viel Geld. Und ich kehre mal zum Kult zurück und ich muss halt wirklich noch einen Durchlauf hier machen. Ich habe nur 5 von den 10 Runden, die ich finden sollte. War halt auch schon wieder so knapp. Vielleicht bin ich auch einfach nur eingerostet. Der Holzpass hat kein Holz mehr. Beschämend, aber ich glaube ihm. Mehr Holzplanken, falls ich eins als Platz 2 bauen möchte. Wann habe ich. Nee, habe ich natürlich nicht. Hier drin. Oh Gott, da ist jemand gestorben. Sogar der neue gewesen. Ich glaube, sie war schon sehr krass in Smash 4. Aber ob sie wirklich broken war, da bin ich mir gar nicht so sicher. Bei Luma war halt krass, weil der übelst viel tanken konnte. Sehr early gekillt. So wie gefühlt jeder im Cast. Weil Rage so fair und balanced ist. Stimmt, Up-Air hat wahrscheinlich extrem früh gekillt. Wenn ich drüber nachdenke. Besonders mit Luma. Und ich habe hier keinen Samen drin. Das ist Holzplatz 2. Auch so ein bisschen was. Ein Set, wo der Bass ein Comeback gemacht gegen Mr. A gehabt hat. Er hat ihn in den letzten 10 Sekunden bei 10% gekillt. Er war selbst bei 150. Ach du heilige Scheiße. What the fuck? Aber ja, Rage.
das ruckelt. Ah. Oder das muss sich halt echt richtig scheiße anfühlen, so schnell zu sterben. Das Lagfest schon wieder. Okay. Habe ich mich gerade kurz gefragt, was denn dieses Zeichen ist, aber klar, das ist die Gehirnwäsche. Bam! Hallöchen König! Dankeschön für deinen Sub. 8 Monate schon. Holy shit. Dankeschön, sehr lieb von dir. Oh mein Gott, es laggt kurz. Okay, es laggt nicht mehr. Es ruckelt nicht mehr. Autsch. Sehr gut, ah. Der Jasper. Ha, ich kann ihn jetzt nicht abzocken. Dann zocke ich ihn halt IRL ab. Ein bisschen Bonk muss sein. Dann stirbt die Lucy von ganz allein. Oha! Der Dom. Er wurde vom Bonk zurückgeholt. Aber er hat sich literally gedacht, okay. Ein bisschen Bonk muss sein. Ja. Aber von mir. Das ist auch der Bonkmaster auf meinem Discord-Server. Autsch! Das hat ein bisschen wehgetan. Aber nur ein bisschen. Ich schwör's. Excuse me? Nee, das ist kein Abweichler, oder? Nur die Augen. Ach nee, das sind die Augen, weil die Gehirn gewaschen sind, natürlich. Alles ergibt plötzlich einen Sinn. So, und ich gehe direkt wieder aufs Abenteuer, damit der Quest nicht fehlschlägt. Zweimal mehr Eifer, bessere Chance, Essen auf bessere Tun. Gegner können Fisch hinterlassen, geil. Und 5 Eiter, wenn ich getroffen werde, okay. Ich sollte meine Glaubensfähigkeit, also meine Eiferfähigkeiten wirklich mehr... Kitty! Dankeschön für deinen Sub. Super lieb von dir. Und auch schon im 9. Monat. Holy shit. Dankeschön. Aber stimmt, woran ich gerade denken muss, wird euch irgendwas von Twitch Drops angezeigt, während ich das hier streame, weil theoretisch sollen ich ja angeblich hier so die Anhängerform droppen. Oh Gott, Uri, danke schön. Ich muss mehr Fitness machen. Sehr furchtbar. Bin mal gespannt, ob ich das noch kann, mich bewegen. Dieses seltsame Konzept. Wie fick war das? Na, dann kommen wieder 2 Level auf mich zu. Aber kein Boss-Level, oder? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gemacht.
Ja, das ist sehr brutal. Aua. Etwa nicht mich für Sport bedanke. Bin ich eigentlich gar nicht Lucy, ich bin nur ein Imposter. Das ist die einfachste Art, das zu erklären. Oder ich bin nicht bei Sinnen. Liegt an den Gehirnwäschepilzen. Das Ritual hat mich einfach auch betroffen. Akiba made sense. Okay, auf Englisch halt Akiba Made War. Dieser Anime ist einfach nur ein Fiebertraum. Es geht halt darum, dass die Maids in Akiba basically so wie die Mafia oder beziehungsweise wie die Yakuza organisiert sind. Das heißt, die unterschiedlichen Maid-Gruppen bekriegen sich, haben halt auch ganz viele illegale Geschäfte am Laufen, wie zum Beispiel so ein Untergrund Kickbox-Ding, wo die sich teilweise zu Tode prügeln, oder die schicken Leute mit Nachrichten zu anderen, damit die getötet werden. Das ist sehr gewalttätig, gleichzeitig auch irgendwie voll niedlich. Das ist sehr verstörend. Au, tut mir leid. Oh, tut mir leid, ich wollte Schnecki nicht töten. Ich kann das schon empfehlen, denke ich, wenn man halt so Mafia-Anime mag oder Stories. Aber ich bin halt, also es ist halt auf seine eigene Art und Weise sehr großartig. Aber auch halt nicht unbedingt etwas für schwache Nerven. Aber also es hinterlässt bei mir auch aktuell einen stärkeren Eindruck als zum Beispiel Chainsaw Man. Und Chainsaw Man wird halt aktuell sehr hoch gehypt. Aber wo ich bei Chainsaw Man bin, Uri, wir haben noch eine Folge Chainsaw Man, die wir gucken können. Großartig, besonders die Chefin. Oh, die tut mir immer voll leid. Und ich mag solche Charaktere eigentlich auch nicht, die... Ta, dankeschön für deinen Sub. Auch von dem 9. Monat. So heftig. Beweg dich mal, was? Oh Gott. Aber dann sterbe ich doch, wenn ich 3 Level mache. Kannst du das verantworten? Was wollte ich sagen? Und Hallöchen Mecke. Willkommen im Stream. Wir haben auch noch eine neue Folge. Akiba Made Senso, oder was meinst du jetzt? Utoku no Guild. Okay, ich glaube, der englische Titel ist Immoral Guild. Ihr seid mit Lumia schwanger. Es werden Drillinge. Drillinge. 69-Fachlinge.
Boss. Also in Futoku no Guild geht's halt um einen. Wie heißt denn die Klasse von dem? Um einen Bogenschützen oder einen Waldläufer, der möchte so mit 20 mal in den Anführungszeichen Ruhestand, weil er halt noch nie eine Freundin hatte und mal eine finden möchte. Und deswegen lernt er neue Leute an, die zufällig alle weiblich sind. Und das eskaliert halt so, dass die sich dann immer in luden Situationen wiederfinden. Da denkt man sich, ach, das guckt die Lucy ja bestimmt. Das passt zu ihr. Zufällig, ja. Rein zufällig. Alles die Schuld der Monster. Es gibt da zum Beispiel Hundemädchen, da gehen die Monster halt voll steil drauf. Die tut mir immer voll leid. Und dann habe ich es geschaut, ja. War erst Zündere und sagte, nö, das gucke ich nicht. Das will ich auf keinen Fall schauen. Und dann auch ich. Uri, wir müssen das gucken, OMG. Los, lass uns noch eine Folge gucken. Classic me. Dann habe ich die Titties gesehen, ja. Das kann ich nicht verneinen. Andusias ist einer der 72 Dämonen des Solomon. Oh, also das ergibt erschreckend viel Sinn eigentlich in diesem Spiel. Dass das lauter Anspielungen hat in die Richtung. Aber ich weiß halt nicht, ob ich Futoku no Guild so empfehlen kann. Ist halt ganz lustig. Wenn man Fanservice mag, dann ja. Will ich einen fangen? Oh, ich will nicht. Aber es ist halt auch sehr schön animiert. Lootstick. Ich muss los. Sonst werde ich wieder gebonkt. Bin noch mal ein bisschen degenerate. Dein Mann nur so Tiddies? Er kann ja mal Uri fragen. Uri zeigt ihm das bestimmt gerne. Oh nein, da ist jemand krank. Ab ins Bett. Tiddies. Ja. Echt so. Tiddies. Warum sind die alle krank? Uri. Was? Oh nein, nicht sterben. Ja, RIP. War sein Bester. Oh mein Gott, Jasper ist an hohem Alter gestorben. Er hat sich so über die Xenoblade 3 Collector's Edition gefreut, dass er einfach umgekippt ist. Oh. So, Min Min Chat, gib mal. Und hier. Du gibst mir doch bestimmt die Questbelohnung. Monka TOS. Ja, ich glaube auch. Warum werde ich immer so degenerate? Verstehe ich gar nicht. Hier doch die Krankenstation, oder?
Das ist ja wieder gesund. Ein Wunder. Ich will nur Blumen dafür bezahlen. Ein Wunder. Dom und Min Min Chat sind jetzt befreundet. Oh Gott, ich sollte mehr trinken. Aua, der ist ja heiß, der Tee. Warum? Warum ist das so? Das Problem ist, ich habe gerade nur Tee, den ich trinken kann. Das heißt, ich müsste jetzt diesen kochend heißen Tee trinken. Kannst du das verantworten? Den Tee vorsichtig über die Hände gießen. Oh, Moment mal, ich versuche das mal kurz. Oh mein Gott, das funktioniert tatsächlich. Aua. Hat nur ein bisschen wehgetan. Nein, ich hab den Tee nicht über die Hände gegossen. Ich habe ihn getrunken. So ganz vorsichtig einen Schluck. Avatar. Hat sie getan. Auf etwas, was sehr Cash Money war. Göttliche Inspiration freigeschaltet. Leckere Fischmahlzeit? Ja. Fischmahlzeit? Ja. Oh fuck. Zu sehr geamashed. Brennt das da gerade? Wegräumen, bevor das jemand ist. Die Avatar, die. Das ist Deutsch. Ach, die Simpsons, das habe ich so ewig nicht geguckt. Aber ich glaube, das lohnt sich auch gar nicht. Also zumindest die neueren Staffeln. Die alten Staffeln lohnen sich bestimmt noch. Ich glaube, die Charaktere wurden jetzt sehr auf eine Charaktereigenschaft runtergebrochen. Zum Beispiel, dass Homer nicht so schlau ist. Das ist irgendwie seine definierende Charakteristik. Aber ich habe letztens auch gesehen, stimmt, ich glaube, das habe ich auf Twitter gesehen, anscheinend ist ein Simpsons-Anime in der Mache, wenn das echt war. Also das, was ich gesehen habe, sah halt echt cool aus. Wenn das stimmt, dann muss ich da mal reingucken. Aber nämlich früher, damals, vor meinen extremen Weep-Tagen, war ich ein großer Simpsons-Fan. Damals auf Pro7, immer geguckt. Autsch. Das hat ein bisschen geknackt. Damals, als Gott noch nicht von Lucy erschaffen ward.
Ist das eine Anspielung? Wo die alten Schamanen sich gebettelt haben. Das ist eine schöne Emote-Kombination. Ist auch intended, glaube ich, ne? Moment mal, das ist ein Twitch Two-Factor-Authentication-Emote. Wusste ich gar nicht, dass das darüber freigeschaltet wird. Warte jetzt mal ein bisschen. Aua. Autsch. Okay, ich habe ein bisschen Tee getrunken. Aber nur ein bisschen. So viel, dass ich nicht sterbe. Echt, steht da zumindest. Also wenn ich Mouse-overe über dem Emote. Da steht Twitch 2FA Emote. Das ist so ein globales Emote. Ja, das ist so doof. Aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen schwierig umzusetzen. Diese Features für kleine Streamer. Hey, sowas wird dann ja potenziell eher an die Großen gedacht, die das dann richtig hochtreiben, den Hype. Und okay, danke für den Lurk da. Dann vielleicht bis später. Also ich hoffe, du bist dann ja beim Sport dabei. Du bist doch Mitglied der Sportallianz. Zockt schön die Leute ab. Während er im Lurk ist. Denkt doch mal einer an die Verdienste. Bleibst nur nicht mehr. Ah, okay. Das ergibt ja Sinn. Blödsinn. Kann man schon mal machen. Er blutet ja aus den Augen. Halte 10 Glauben bei Erkranken. Okay. Er ignoriert die Predigten von Abweichlern. Das ist ja wundervoll. Er scheint ja auch sehr alt zu sein. Ich kann ihn gar nicht abzocken. Eine Belohnung. Meint ihr, könnte nochmal so ein Dingens versuchen? Hier, so ein Dungeon? Ich glaube schon, oder? Das lohnt sich bestimmt. Hui, hui, hui. Oha. 50. Ich glaube gerade nicht. Ich habe doch so viele Anhänger. Und ich habe kein Auto, wo ich die dranhängen kann. Aha, it's sick. Geil, die verdammte Axt. Das ist gar nicht die verdammte Axt, die verflucht jemanden. Oh, treffen müsste man können.
man die Dämpfe einatmet. Boah. Ich glaube nicht allzu sehr. Aber ich würde es auf keinen Fall riskieren. Also mach das halt lieber bei offenem Fenster. Generell würde ich es halt immer vermeiden, Chemikalien einzuatmen oder halt auch Hautkontakt mit denen zu haben. Ist auch nicht so gut, glaube ich. FP2 reicht aus. Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, weil das halt auch ein Gas ist, würde das da eventuell durchgehen? Aber ich denke, wenn du das auf dem Balkon machst, sollte eigentlich nichts passieren. Aber ist natürlich kein rechtsverbindlicher Hinweis. Ventilator anmachen. Ja, das wäre auch gut, ja. Tatsächlich so unironisch. Weil man sowas ja normalerweise unter einem Abzug machen möchte. Der saugt die Luft von einem weg. Dann ist halt ein Ventilator ja ähnlich. Aber ich denke, freier Himmel reicht schon aus. Dann ist das ja auch ein bisschen windig. Weißt du, wo ich streame? Oh, oh. Der Oni-chan muss los. Aua. Auch eine gute Frage, ob es besser ist, verdammt oder verflucht zu sein. Vielleicht ist das ja sogar... Aber nee, ist das nicht das Gleiche. Verdammt sein ist man zum Beispiel in der Hölle, oder? Ich bin erstaunt, wie gut das noch läuft. Das war so klar. Ich sage das und werde instant getroffen. Okay, aber nochmal kurz was. Oni-chan muss los, brennt schon. Ich finde das lustiger, als Bruder muss los zu sagen. Das passt halt auch zu mir. Zu sagen. Wow, einfach dreimal hintereinander treffen lassen, weil ich den Knopf nicht drücke. Cringe. Er ist bereit für eine weitere Predigt. Ja, let's go. Warum kann ich den kompletten Pfad nicht angucken? Ah, jetzt geht's. Okay. Sehr weird. Was ist das denn noch gleich für ein Symbol? Ich glaube, das möchte ich haben. The reason I decided to stop after this 6-to-8-hour period is whilst stripping, I suddenly vomited into my mouth a small amount. Then, like the warrior I am, I even called an emergency medical helpline to ensure I hadn't poisoned myself. I hadn't and I was advised to stop worrying. The next day my thumb went really tight and stiff. I had been absorbing the alcohol and took a few days to recover. Ja, deswegen meine ich halt Handschuhe tragen. Das sollte man halt nicht riskieren, damit Hautkontakt zu haben. Besonders halt nicht mit Alkohol, die werden sehr gerne von der Haut resorbiert. Also falls du diese
einmal Latex-Handschuhe hast zum Beispiel, die würde ich dafür auf jeden Fall nehmen. Und ansonsten halt am besten nicht anfassen. Handschuhe hast du, diese Einwegdinger? Ja, nice, ja, die reichen auf jeden Fall. Benutzt man ja auch im Labor, nur halt nicht für einen zu langen Zeitraum. Je nachdem, wie nass die werden, solltest du die dann regelmäßig wechseln. Deine Besitztümer werden dich über den Tod hinaus begleiten. Yay! Macht nichts aus, wenn ich sterbe. Wie ist das mit den Augen? Ah, das könnte sein, ja. Ich würde halt immer aufpassen, dass es halt nicht in deine Atemwege oder in deine Augen kommt. Deswegen vielleicht so zurücklehnen, wenn es möglich ist. Einfach aufpassen, dass man damit nicht in Kontakt kommt. Chemikalien sind halt nicht so nice. Auch manche Warnungen sind übertrieben, wie zum Beispiel bei Natriumchlorid, das in der Gefahrenanweisung im Gefahrenzettel dafür steht, kontaminierte Kleidung entfernen. Das finde ich immer noch so witzig. Motorradhelm. Boah, eine Airbrush-Maske, ja, das ist eine kluge Idee. Ich denke, dass die wird ja auch designt dafür sein, dass die Gase nicht durchlässt, weil das eben bei Airbrushen öfters passiert. Davon bin ich großer Fan. Der Ton kaputt? Das kann natürlich sein. Moment, ich muss das dann hier auch. Ja, okay, dann muss ich das eben. Wie macht mein Mauszeiger? Hallo? Mauszeiger? Mal wieder schöne technische Schwierigkeiten hier. Moment. Meine Maus spinnt. So, okay, jetzt habe ich es kurz gemutet. Denke, wenn ich das dann gleich entmute, sollte es wieder richtig sein. Ich müsste generell mal gucken, ob es ein Update von dem Plugin gibt, mit dem ich halt VOD-Audio von Non-VOD-Audio trenne. Aber es liegt halt wieder irgendwie meinem Switch-Controller, der weigert sich gerade einfach ein bisschen richtig zu funktionieren. Der leuchtet halt vor allem auch nicht, wenn ich den einstecke in den PC. Okay, so. Ich habe das Spiel entmutet. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Honka TOS. Oh Gott, ich dachte, ich stehe weit genug weg. Autsch. Heilung? Oh, keine Heilung. Ich hätte gerne Heilung.
Ansonsten sehe ich halt wieder schwarz für mich. Aua, genau das. Ich sollte halt auch meine Fähigkeiten nutzen, ne? Das wäre aber clever. Aber hier möchte ich mich zumindest ein bisschen abgehalten. Ich glaube, ich sollte das Spiel halt eigentlich öfters spielen als einmal in der Woche, damit ich Sachen nicht vergesse. Aber der Zeitplan. Oh, was? Autsch. Ja, geht doch. Geht doch, steht doch. Aber wisst ihr auch, was das Gute ist für Sport gleich? Ich war nach dem letzten Mal zu faul, die Joy-Cons aus dem Ring-Con zu bewegen. Das heißt, die stecken da einfach drin. Ich muss nichts vorbereiten, außer das Spiel zu starten. Ah! Sterben. Sterben kann ich wohl auch gut. Oh oh, die Leute haben das ja mitbekommen. Unangenehm. Gut am Sport, ich muss noch weniger tun als sonst. Ja. Das ist einfach frame perfect. Oh mein Gott, das war quasi perfekt falsch. Oh Gott, jemand ist gestorben. Nanoha, RIP und F. Na, wobei, ein Twitch-Viewer kann ruhig kompostiert werden. Auch wenn das gemein ist. Toll. Nice. Ich sollte öfter Sachen abholen. Oh Gott. Begebe ich mich zum Lag? Ich glaube, ich bewege mich zum Lag. Gauner, Gauner, Gauner. Hörst du den Gauner, Gauner, Gauner? Hörst du das, weil du so ein Gauner bist? Das war viel Glaube. Nicht schlecht. Gehe. Das wäre eigentlich auch mal so ein Smash-Tag, den ich temporär tragen könnte. Nach Dark Betama komme ich in meinen Gauner-Arc. Eine Goldbarren? Hm? Ja, ich glaube, ich brauche mal wieder. Ich brauche mal Goldbarren. Mir das überhaupt. Oh ja, im Moment ja locker. Was ist denn Kuba? Hm? Ja, du süßes kleines Kätzchen.
will ich jetzt nochmal sterben gehen? Ich meine natürlich in den Dungeon gehen, um meinen Skill zu beweisen. Auch noch mehr Geld. Und jemand ist gerade erkrankt. Das ist natürlich nicht so cool. Ach, Kubalein, was ist denn mit dir? Oh, die macht der Fromm mehr Damage. Ich glaube, das kann ich sehr gebrauchen. Bei dem Skill, den ich zeige. Ach du Scheiße, König ist schwer erkrankt. Wo ist er denn? Chihiro hat eine Quest für mich. Wir haben das Essen hier satt. Wir brauchen etwas Abwechslung. Bitte würdest du uns ein paar Fischgerichte zubereiten. Ja, so König, nein. Du gehst schön ins Bett. Moment mal, nein. Ich heile ihn doch eher. Einfach direkt. Kann das doch. So. Das Ritual des Fischens soll ich auch durchführen. Ja, okay. Aber das geht. Das kann ich. Na, Kuba, da bist du ja wieder. Was hast du vor? Okay, ich werde wieder geknetet. Das ist halt echt so ein blöder Nachteil davon, mit einem VTuber-Avatar zu streamen. Man kann da die Katzen nicht zeigen. Nein, Chihiro, nicht weglaufen. Wo will die hin? Gut, dann kann ich ja eben auch mal fischen gehen, ne? Katzen-Avatar. Nur Catcam wäre was. Wenn Kuba halt zuverlässig an dem gleichen Ort gehen würde, dann würde sich das richtig lohnen, so eine Catcam zu haben. Aber der lungert ja immer unterschiedlich rum und ist auch nicht immer da. Nice, danke. Danke. Danke, Gehirn. Endlich. Etwas richtig gemacht. Warum ist dieses Feuerriegel so brav? Ja, voll niedlich. Feuerriegel. Aus Mystery Dungeon gerippt? Oder woher ist das? Das ist halt selbst gezeichnet, das kann auch immer sein. Wo wir bei selbst gezeichneten Emotes sind. Zu meinen neuen Emotes gibt es leider immer noch keine Neuigkeiten. Ja, du bist einmal da wahrscheinlich und dann ergaunerst du dir irgendwo ein Giftsub. Obwohl du doch gar kein Gauner bist. Von Heinz? J? Ja, tatsächlich. Aber auch sehr klar. Ja, genau so. Aber das passiert mir halt auch öfters, dass ich halt irgendwie auf Twitch lungere und dann werde ich irgendwo hingeradet, merke das gar nicht. Und dann raidet die Person weiter, ich merke das immer noch nicht. Und dann bin ich halt im Viewerpool drin. Und bekomme bei irgendjemandem einen Sub geschenkt. Wo ich mir denke, hä? Wer ist das?
Aber nie bei Leuten, wo du oft bist. Na. No. Aber ja, das kenne ich. Ich glaube, bei wem wurde mir denn mal ein Sub geschenkt? Ich glaube, ja, bei Ginger. Wenn ich bei der öfters zugucke, manchmal glaube ich da einen Sub ab. Ab. Und bei Waho. Da war das, glaube ich, vor ein paar Monaten. Letzten Monat war das sogar. Da habe ich auch einen Sub abgestaubt. Wenn wir jetzt so von random Subs sprechen. Ich glaube, Safi hat mir mal bei Chegi Guild geschenkt. Das fand ich voll lieb. Aber ansonsten passiert nicht so oft. Dann halt wirklich meistens bei Leuten, die ich nicht kenne. War letztens genau bei Raven Magic, glaube ich. So hieß er. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer darüber geradet hat. Auf jeden Fall war ich dann da so und dann hat jemand irgendwie, weil das ein Geburtstagsstream war, 20 Gift-Subs rausgeballert. Dann habe ich auch einfach einen abgestaubt, obwohl ich so eine Minute da war. Voll schade. Ja, finde ich auch immer schade, weil so von den Leuten, die, wo ich halt oft bin, da denke ich mir, ja, okay, nice, die Emotes benutze ich halt auch oft. Aber wenn das halt Leute sind, die ich nicht kenne, dann denke ich gar nicht an die Emotes, weil ich die ja entsprechend auch nie in den Chats verwendet sehe. Manchmal, wenn ich das früh genug sehe, gehst du kurz in den Chat und bedankst mich. Na, lieb. Das versuche ich auch. Aber mir fällt das halt wirklich meistens erst so nach Stunden auf, wo ich dann sehe, oh, ich habe eine Notification auf Twitch. Mal gucken, was das ist. So, ich war ganz kurz weg. Meine Schwester und ihr Freund sind nämlich gerade krank. Die haben wohl richtig diese Knochenschmerzen. Die dachten, das sei eine Grippe. Also eine richtige Grippe. Aber der Freund meiner Schwester ist jetzt Corona-positiv. Also stehen die Chancen leider nicht schlecht, dass meine Schwester dann auch zum zweiten Mal Corona hat. Oh no. Warum ist das so? Doch furchtbar. Gemein. Oh Mann. Ich hoffe, sie kommt dann da echt noch gut durch. Abgesehen halt von diesen Knochenschmerzen. Die hatte ich ja auch, als ich Corona hatte. Leider. Corona ist Mist, ja. Es ist sogar richtiger Mist. Ah, ich will dich inspirieren. Mm-hmm.
Oh Mann, vor allem, dass sie das halt jetzt auch zum zweiten Mal hat dann, das macht mir richtig viel Angst. Das ist ja, glaube ich, so war das, wenn man das nochmal bekommt, dass man da empfindlicher reagiert da drauf. Da habe ich schon nicht so Lust drauf. Boah. Also sie wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn man versteht, wie ich das meine. Gott, das ist vor 2 Wochen, aber du bist dir nicht sicher. Hast du dich da nicht getestet oder wie? Aber hattest du dann Symptome? Rich. Oh mein Gott, nee. Ta, danke schön, dass du Richie einen Sub giftest. Bei jemandem, den er kennt. No, super lieb von dir. Danke schön, Ta. Wer ist denn da krank? Sass. Oh mein Gott, kann ich viele köstliche Fischgerichte kochen? Ach nee, da. Okay, muss das Klo reinigen. Unhygienisch. Ah. Okay. Oh ja, aber auch Krasta, dann hast du Hanna eingeholt. Gift-Subs angehen. Eine schöne kleine Opferstatue. Die packe ich doch mal hier hin, das passt. Ja, baut. Kann ich nicht mithelfen? Kann nicht mithelfen. Kitty, weit schön das Geld. Geld. Und den Subs. Für die Verdienste. Du wirst mal inspiriert hier. Eine neue Stufe. Geben die keine Ab. Ah, nee. Ich habe ja, glaube ich, jetzt so alle Doktrinen. Deswegen geben die ja logischerweise auch keine Punkte mehr zum Upgraden. Das ergibt ja erschreckend viel Sinn. Aber ich glaube, ich werde es doch nochmal versuchen. So. Wen haben wir denn da? Was ist eigentlich mit dem Halloween-Ingame-Event? Ich glaube, ich habe da sogar schon alles freigeschaltet. Ich habe zumindest dieses Ding für Kürbisse gemacht, von dem du auch erzählt hattest. Und dann habe ich von den Geistern ganz viel bekommen. Das ist eine schnelle Waffe. Aber ich habe mich jetzt aber tatsächlich so sehr an diese langsamen Waffen gewöhnt, dass ich die lieber mag. Das ist voll lustig. Aua. Ja, das ist total weird, so schnell anzugreifen. Also ich kann gleich nochmal gucken, aber ich meine, ich habe alles.
Nur wie das mit den Drops aussieht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich sehe das ja nicht unbedingt selbst. Kannst du einen Krähentag geben? Ja. Das kann, stimmt, ich erinnere mich daran. Ich habe das bekommen. Aber da ist mir halt auch wieder direkt aufgefallen, wie cursed das aussieht. Dass die einen Mund und einen Schnabel haben. Statt nur den Schnabel zu haben. Das ist ja leider schon nicht so Premium. Aber vielleicht soll es das ja auch sein. Aber ist ein hohen Alter gestorben, Rip. Hier mit den Waffen ähnlich. Vor allem, weil am Ende immer mehr passiert und Hit and Run einfach viel schneller funktioniert für dich. Weil du mit den Schnellangreifen viel mehr getroffen wirst. Ja, das ist halt auch voll mein Problem. Ich werde ja leider auch immer getroffen. Und dann ist das inzwischen wirklich besser, so eine Waffe zu haben. Zum Beispiel eine Axt, mit der du ja so einen Rundschlag, so einen halben Rundschlag zumindest, ausführst. Mehrere Leute triffst vielleicht. Und dann halt wieder wegrollen kannst. Statt hier so rumzufuchteln und dann schnell zu rollen und dann wieder rumzufuchteln. Ja, Richie, ich hoffe, du hast dann auch viel Spaß mit den Emotes. Ich glaube, die schweren Waffen können ja Leute auch hier so unterbrechen, die größer sind. Hier ist gerade den Thirsty Thursday. Thirsty Thursday. Oh, cool. Finde ich hier sehr nice von dir, dass du da TO bist. Und trotzdem einfach hier. Richtiger Ehren, Richie. Lass dich nicht täuschen, er ist aus einem Fels gehauen. Das sieht nett aus. Ich glaube, das macht mit dem alten Gemüse. Ach, ich kann die auch kaputt schlagen. Sehr lustig. Aber ich glaube, ich mache das lieber auf die altmodische Art und Weise. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das einen Unterschied macht. Du darfst eben deine erste TO-Aktion machen. Oha. So ein Set zurückgesetzt. Kann ich reden. Ein Set zurückgesetzt. Yay, Heilung. Boah, so viele silberne Herzen. Oh, das ist ja nice. Ich könnte das jetzt sogar schaffen. Jemand DQ'd, weil er nicht mehr spielen wollte. Oha. Rippt die Person. Aber wenn man... Ah, zu sauer auf Wi-Fi. Also halt online spielen, meinst du damit? Oder... Weil, nee, wenn du WLAN meinen würdest, dann würdest du wahrscheinlich WLAN schreiben. Aber understandable auch. Genau. Ah, okay. I purposely spread comically incorrect over the internet. Diese Monster, sie wollen mich triggern. Ja, okay, aber kann ich auch so nachvollziehen ein bisschen. Ein zusätzliches halbes Herz. Ein halber Hahn.
gar nicht wie ein halber Hahn. Ein halber Hahn ist ein Käsebrück. Ne? Oh geil, so viel grüner Fisch. Oh mein Gott, dann kann Richie ja jetzt dem Discord, auf dem Discord in die exklusive Teestube gucken und sehen, wie die Subs immer über alle anderen lästern. Dass es ja einen extra Kanal für Leute gibt, die gesubbt sind. Aber das Geheimnis ist, da ist eigentlich fast nie was los. Und gelästert wird da schon gar nicht. Zumindest nicht unironisch. Da werden höchstens Späße gemacht. Denn lästern ist ja nicht nett. Das möchte ich nicht haben. Versuche immer Witze mit sowas zu machen, aber dann denke ich mir, oh nein, was ist, wenn das jemand ernst nimmt? Dann muss ich das immer direkt aufklären. Boah, ich mashe so hart rein, dass ich tatsächlich kaum Schaden bekomme. Das ist ein Wunder. Anfänglich schwach, aber nach einer abgeschlossenen Kombination vernichtet. Das ist ein Dolch. Spaß wird ernst und ernst ist 3 Jahre alt. Oh Gott. Das ist immer so weird, dass ich B drücken soll, aber dafür muss ich halt A auf dem Pro-Controller drücken. Oh, das ist doch ordentlich Schaden, so. Nice. Huch, habe ich das zurückgeschleudert gerade? Das sein? Der Nekromantenhammer? Moment, ich muss mal kurz ausprobieren, wie ein Hammer... Ah, okay. Ich glaube, das ist mir aber zu langsam tatsächlich. Ich soll doch alles kaputt schlagen. Gehirnwäschepilze. Ach, die schießen nur in eine bestimmte Richtung. Okay. Finde ich ja nett von denen. Das Ende ist nah. Ich muss nur die richtige Abzweigung nehmen. Aber möchte ich das auch? Die Antwort ist nein. Ich möchte erst alle falschen Abzweigungen nehmen. Ach, man kann das wirklich zurückschleudern. Das ist ja lustig. Hä, wie nice. Sehr cool. Wie in Zelda. Dem guten alten Phantom-Ganon.
Aber worauf ich mal wieder richtig Bock hätte, falls ihr das kennt, Four Swords auf dem GameCube, wo man dann den Game Boy Advance angeschlossen hat als Controller. Das war so cool, wenn man dann halt im Spiel so in... eine Höhle gelaufen ist, dann ist man auf dem Game Boy Advance aufgetaucht wieder. Das fand ich so nice. Wie im Leben mit den Abzweigungen. Oh ja, man nimmt erst ganz viele falsche, bevor man die richtige nimmt. Danke, Leben. Wenn es dann nur Final Fantasy Crystal Chronicles, wo das mit dem Game Boy war. Ach, das hatte das auch, das ist ja nice. Oh, was ich feiern würde. Auch wenn das eigentlich viel zu teuer wäre. So ein Spiel für die Switch. Aber statt halt dann sowas wie ein 3DS als Controller zu benutzen, benutzt man einfach andere Switches als Controller. Geschafft. Im Multiplayer ging das nur mit dem Game Boy. Okay. Ja, das ist dann echt so wie Four Swords. Das ging, glaube ich, auch nur mit dem Game Boy. Im Multiplayer. Weil man das halt brauchte. Dass wenn man in ein unter einen Subscreen gegangen ist, dass das auf dem Game Boy angezeigt wurde. Ich gehe mal zurück zu meinem Kult. Ketzer besiegt. Let's go. Ah, sogar in 11 Minuten nur. Also 12 Minuten. Fast nur. Der Holzplatz hat kein Holz mehr. RIP. Deine Fantasy gibt es mittlerweile auf der Switch mit Online. Oh, nice. Ja, ich würde eigentlich gerne die Leiche da entsorgen. Aber ich würde das halt auch voll feiern, wenn man das so lokal spielen könnte und die Switches verbinden sich dann miteinander. Und man hat dann eine Hauptswitch zu sagen. Aber ich glaube, das wäre halt wirklich zu teuer, weil man dann halt eine Switch hat, die quasi nichts macht. Und wer hat so eine Spare Switch rumliegen, ne? Hier, das mit Turnier Earnings Gold, aber fast gar nicht gespielt. Oh. Aber das ist dann wahrscheinlich auch eher so ein Spiel, was man hauptsächlich mit Leuten spielt, oder wenn das halt so ausgelegt ist mit den Gameboys. Ist dann ja voll schade. Hey, wer ist denn krank? Da. Leg dich mal hin. Tatsächlich über 100 Euro in eShop bekommen, insgesamt durch Turniere. Ja, geil.
Lohnen sich Turniere ja voll. Wenn man die denn gewinnt. Ich glaube, die wenn Turniere sowas haben, dann ist das ja meistens irgendwie so 15 Euro an Guthaben. Kann das sein? Denn das für eine Währung, die das braucht. Oh, dafür brauche ich Gold. Sollte sich da machen lassen. Ja. So nämlich. Nice. Ich habe mich richtig erinnert. Aber es ist schon cool, wie viel du dir dann also von kaufen konntest. Quasi so wie Twitch-Guthaben. Bei Telix hatte ich mal 30 und bei André Xerox 25. Stimmt, ich erinnere mich an das von André sogar. Aber ich glaube, der macht inzwischen ja auch gar nichts mehr mit Smash, ne? So früher, so in der Übergangszeit, wo er selber kaum noch Smash gespielt hat, da waren dann ja zumindest donnerstags die Turniere bei ihm noch. Aber inzwischen gar nicht mehr, ne? Mod von André. Nice. Wusste ich gar nicht. Also früher war ich ja auch noch voll oft bei ihm. In den mehreren Switches gab es bei Mario Party und dieser Minigame-Sammlung. Oh, das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Dann ist ja nice. So viele Sachen, die ich nicht wusste. Oha, eine Quest. Möchten, dass du uns auf eine spirituelle Reise mitnimmst. Erweitere unsere Vorstellung von Raum und Zeit mit diesem mystischen Gehirnwäscher-Kit. Okay, wenn ihr mich danach fragt. Lehne ich ja nicht ab. Oh ja, okay. Ich habe noch viele Sporen, aber habe ich viele Gehirnwäschepilze. Haben es gerade gegen leichte KI. Jetzt bei Night Squad 2 für dein letztes Achievement. Du hast doch so viele wenig perfekte Spiele. Den höre ich, gucke ich dazu, aber das wird tippen doof. Ja, kein Ding da. Mach das, auf was du gerade Bock hast. Wichtigste. Wird das, glaube ich, halt echt nicht durchhalten. So viele Achievements zu handen. Ich könnte ein paar Ackerparzellen pflanzen. Und so. Nintendo DS gab es ein Mario Party, was man zu viert spielen konnte und das nur einer brauchte. Oh, das ist so cool. Hat das nicht sogar irgendein Switch-Spiel? Sowas? Ein erweitertes Samensilo, das Düngersilo könnte ich. Wäre Sinn. Mario Kart bei den Strecken DLC. Stimmt, ja, da ist das cool. Da braucht das irgendeiner in der Lobby und alle können die dann auswählen. Das ist nice. Und das ist etwas Nettes, was Nintendo dann macht.
Weitere Farm 2 bauen? Nee, dafür. Holz. Mehr Holz. Kitty und Safi sind befreundet. Ja, nice. Das freut mich doch. Okay, vielleicht laggt es mal wieder ein bisschen. Leckerer Lag. Sollte einfach. Sollte nicht groß durchlesen, ich sollte einfach machen. So. Was kann ich denn hier machen? Ah, Tabern. Den Ort an dem Anhänger tagsüber beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie den nicht am Schrein huldigen. Okay. Klingt ein bisschen redundant. Aber naja. Ich wollte noch hier was durchführen. Genug. Oh, ich habe genug Gehirnwäschepilze. Aber ich glaube, ich werde gleich auch ein bisschen Sport machen, ne? Ah! Hatte jetzt ja zumindest ein bisschen Erfolg im Spiel. Ich melke das richtig für Content, glaube ich. Bin ich sogar die ineffizienteste Call of the Lamp-Streamerin aller Zeiten. Ich habe alle geweckt. Hoppla. Ich werde gejudged. Oh mein Gott, werde ich etwa gerichtert? Weil Eni hier ist, könnte ich gerichtert werden. Zweifle es einfach mal. Okay. War da jetzt kein Ergebnis? Er ist doch schön entspannt, das stimmt. Entspannung, ja. Die kann ich halt echt gebrauchen. Ich habe das gestern Abend gemerkt. Ich bin halt so mittags losgefahren wieder nach Hause. Dann war ich gegen 16.30 Uhr, glaube ich, wieder hier zu Hause. Da musste ich mich auch erstmal entspannt hinsetzen, beziehungsweise hinlegen. Dann habe ich später Smash gespielt. Da habe ich halt gemerkt, boah, das konnte ich gar nicht so lange machen, weil ich doch ein bisschen im Eimer war. Aber ich fische jetzt noch ein bisschen. Dann mache ich aber Sport. Bocht. Oh Gott, Robin hat ein hohes Alter erreicht. Er darf doch nicht sterben. Aber wo ich von ihm rede, als er noch online ist, wenn ich aufhöre, dann würde ich euch einfach zu Robin rüberschicken. Der hat heute seinen ersten Stream als Affiliate. Konnte er es endlich aktivieren. Das freut mich voll für ihn. Ich war da auch ein bisschen dreist. Er hat mir das so erzählt gestern. Dann habe ich instant gesubbt. Nicht mal bis zum Stream heute gewartet. Ich musste mir einfach gönnen direkt. Das richtige Deutsch? We don't even. Yeet?
schöne Kugelfische. Boah, ich habe so viel... Kugelfische sind halt auch irgendwie sowas, weil das ja, glaube ich, in Japan irgendwie beliebt ist als Essen. So, die Natur denkt sich, okay, ich mache hier diesen Fisch, der ist übelst giftig. Du musst halt richtig präzise schneiden, damit du nicht, damit die Person, die den dann isst, nachdem du ihn zubereitet hast, nicht stirbt. Und die Menschen nur so, ja, Challenge accepted. Das verstehe ich nicht. Wie hat man das dann entdeckt, dass man den doch essen kann? Man muss ja nur Millimeter genau sein. Menschen sind, glaube ich, auch einfach weird. Ich glaube, wenn man etwas nicht darf, dann ist das immer eine Herausforderung, es trotzdem zu tun. Mosaikmund, Moment. Wenn ich mit dem Minispiel fertig bin, meine ich. Was macht der Controller? Shenanigans. Look at Mosaic Mode. Ach hä, das ist ja cool. Man kann die so anordnen. Ja, richtig nice. Ich gucke mir das später richtig an. Voll nice. Dankeschön, Ta. Das ist auch so ein Spiel, wo ich mir immer überlegt habe, kaufe ich das nicht? Weil eigentlich braucht man halt mehrere Leute dann, die das auch haben, damit sich das lohnt. Und also bei HoloLive, VTuber-Gruppe, da war das ja auch sehr beliebt eine Zeit lang. Aber das ist dann auch irgendwie recht schnell wieder verschwunden. Du hast es, glaubst du? Oh mein Gott, Dream Collab mit Tar. Aber genau wegen Guest-Star muss ich auch mal gucken. Nico hat schon angeboten, dass er das mal mit mir testet. Mit irgendwem werde ich das dann auch mal testen. Weil man so ja, glaube ich, auch es vereinfachen kann, Leute mit ihrer Cam im Overlay zu haben. Große Farm bauen. Ne, ich brauche noch ein Holz. Eins Holz. Das war doch bestimmt eins Holz. So. Und ich muss auf jeden Fall noch so eine Samenbank hinterlassen. Kann man eigentlich wirklich mal überlegen, wenn sich ein Spiel oder Spiele anbieten, noch mit anderen. Alles klar, Ta. Ja, woran ich halt gerade denken musste, ist, weil du ja quasi hier der Resident Shantae-Experte bist. Dass man das zum Beispiel einfach mit den Shantae-Spielen macht.
Noch ein Samen ziehen. Knall ich mal hier. Glaube, wenn der Tag so endet gerade, das ist auch ein guter Zeitpunkt. Wollte ich sagen. Genau, dass man das halt mit jemandem, ein Spiel mit jemandem macht, wo die Person sich auskennt. Das habe ich ja auch mit Kitty überlegt, dass wenn ich mit Smaragd soweit durch bin, dass wir dann einfach den, nicht den, die Kampfzone machen. Zusammen. So, dann vielleicht unregelmäßig, aber dass wir uns dann halt quasi perfekte Teams dafür überlegen, um da durchzukommen. Dann ja voll easy über Gueststar, weil sie auch so einen süßen kleinen Avatar hat. Mit während Collapse ja ultra nice. Speicher. Dann wechsle ich mal. Oh, sollte aber den Stream-Titel sichern, tatsächlich. Sollte vor allem auch meine Tastatur wieder einschalten. Weil mein Stream ja jetzt den falschen Titel hat. Und dann der VOD hat, glaube ich, ja immer den Titel, den der am Anfang hatte. Selbst wenn ich den umbenenne. Das ist ja nicht so nice. So. Ach, ich zeige jetzt schon mal von Ring. Ringgit. Ringgit Good Adventure. So heißt das Spiel ja auf jeden Fall. Danke. Das Spiel verlassen. Klingt aber nice mit Smart und Sky. Nice, das freut mich doch. Finde ich auch, ja. Vor allem so einfache Collabs nimmt man auch gerne mit. Ja. No, natürlich nicht. Du hast hier nur alle Speedrunner-Achievements und so geholt. Weil der Amateur. Anfänger. Pro-Controller nicht. Willkommen zurück, Kitty. In Software-Update. Würzchen Leute sind online. Spielen bestimmt alles Smash, ey. Um das Software-Update muss ich mich mal nach dem Stream kümmern. Das ist halt zum Glück keins, wo meine Firmware dann, sich dann denkt, nö, ich funktioniere jetzt nicht mehr. Das wäre richtig bitter, glaube ich, wenn ich mir denke, nice, Sport. Dann mir denke, oh, können die Leute mich wieder quälen. Und dann hat die Switch nicht. Der durchaus passieren kann. So, okay, der Joy-Con ist eingesteckt. Ich muss hier noch umbauen, genau umbauen. Und jetzt kann ich auch den Streamtitel aktualisieren. Aua. Boah, das ist noch nicht mal Sport und mein Arm knackt, wenn ich den bewege. Still.
Tee ein, denn stay hydrated, stay... Bist schon stay hydrated, Gang. Ah, oh mein Fuß. Oh, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Abenteuer. Gebet. Ich irgendwann mal meinen edgy Arc verlassen werde. Alter, ja. Es sind echt nicht mehr die Jüngsten hier, ne? Bitte achte stets auf die richtige Haltung. 3, 2, 1 und... Hebe die Knie abwechselnd zum Ringkorn. Aber ich mache mir ganz dreist im Hintergrund meinen Ohrwurm. Deine Mobilität zulässt. Letztes Mal. Solange man ihn nicht hört, zumindest. Nun heben wir die Fußknöchel nach oben. Hebe die Innenseite des Knöchels zum Ringkorn. Ich wollte natürlich in-game auch noch verstehen. Diese Übung kann die Hüften lockern. Letztes Mal. Gut, genau so. Als nächstes dehnen wir den Rücken. Gott, den Rücken dehnen. Mache einen tiefen Ausfallschritt nach vorn. Ah! Belaste beim Absenken den vorderen Fuß nicht zu sehr. Halte den unteren Rücken gerade. Beim vierten Shintei hast du erst ein Drittel der erschienen. Ohata, was ist los? Okay, gut. Stehe nun etwas breiter. Hebe den Ringkorn über den Kopf und lehne dich zur Seite. Uiuiui. Das hat ordentlich geknackt. Seite, nicht nach vorn. Ich merke schon, dass ich jetzt eine Woche keinen Sport gemacht habe. So dehnst du Arm- und Hüftmuskulatur. Ein Durchgang noch. Das ändert sich. Ja, sowohl das mit dem Sport als auch mit den Achievements. Oha, einfach ein Titel. Aber Dark. Aber eine kleine Shantae-Pause. Das ist gestern witzigerweise erst mit dem DLC angefangen. Oh Gott, nein, jetzt kommt der Bosskampf. Well, fuck. Was habe ich denn für Übungen? Sehr viele? Auch Übungen. Nicht noch ein machen? Tatsächlich, nice. Night Squad 2 ist durch. Nummer 5 und... Ta, also du hast 516 perfekte Spiele. Oder was? Hallöchen Jasper. Ich tick bald... Body wie Draco. Boah. Das wäre eine Leistung. Ah ja. Ein Fox denken. Mach langsam Kniebeugen. Dreamy, hallöchen. Auch an dich willkommen im Stream.
Und ihr kommt natürlich passend zum Stream-Abschluss, wo ich mich abmühe. Moment, ich kann einfach stehen bleiben. Lifehack. Schön. Kraftreserven. So, aus Reflex mache ich immer erst eine Kniebeuge, wenn ich so passend runterkomme, aber ich kann eigentlich immer sofort noch eine machen. Ein Lifehack für uns. Oh, schieß los. Die Biscuit-Krüger aus Hunter Hunter. Wer ist denn das? Hunter Hunter habe ich ja leider nicht gesehen. Bainier. Steam. Das ist ja etwas komisch mit manchen Spielen, die da noch nicht erkannt werden. Das ist einige, die noch nicht da. Oh, krass, Tag. Du hast halt einfach gefühlt. Ich glaube, du hast dort deutlich mehr Spiele perfekt gespielt, als ich überhaupt in meinem Leben jemals angefasst habe. In Medaille, du vergessen, dass du einfach stehen bleiben und warten. White People Happy. Ja, ist halt echt so. White People Happy, das könnte ich eigentlich auch mal einführen. Okay, die kann mich ja nicht hören. Boss-Time. Scheiße, das sieht gar nicht gut aus. Sind aber auch ganz viele Rätselspiele dabei. Ja, aber trotzdem. Ich werde, das ist trotzdem verdammt duschen, krass. Ehe dieses Land gerettet ist. Dusch mal bitte vorher. Das ist das eine blonde Mädchen, das erstmal wie ein Loli aussieht. Und dann eine Buff-Muscle-Lady-Form hat. Geil. Da sehe ich mich. Also ich bin dunkelblond. Sehe ein bisschen wie eine Loli aus. Passt doch. Oh Gott, der flext schon wieder. Das kann schmerzhaft werden. Kümmere dich lieber als erstes um die Hantelgegner. Achte auf die Gegnerfarben und wähle eine Übung. Überkopf-Hüftschwung. Kein Duschen, ja, das sehe ich auch kritisch. Ich werde gleich nach dem Stream auf jeden Fall erstmal duschen gehen. Besonders nach so einem Bosskampf. Boah, die halten alle ganz schön viel aus. Das ist meine Lieblingsübung, einfach weil die quasi nicht anstrengend ist. The fuck? Draco, holy shit. Erstmal auf Spanisch. Ich fände das lustig, wenn die dann so 1, 2, 1, 2, 1, 2 sagen würden. Spanisch. Wähle eine Übung. Vortwist. Ich glaube, ihr greift ja nur alle zwei Runden an. Deswegen soll das gehen. Das. Das. Körpermitte stabil. Schön gehen. Rechts. Hälfte geschafft. Rechts. Noch 10. Rechts. Links. Rechts. Noch 5. Rechts. Schön. Verteilt. Rechts. Links. Toll gemacht. Er feuert an. Mir persönlich aber unangenehm. Gut, falls er jetzt angreift, bin ich, glaube ich, tot durch den Buff.
Okay, er wärmt sie auf. Alles gut. Weiter, wähle eine Übung. Ich fahre neben Sport noch Spanischkurs. Bodenpresse. Richie, du kennst ja garantiert Fatality. Den Falcon-Spieler. Und los geht's. Beim Ablassen von Rincon einatmen. Superklasse. Toll. Super. Dein Monitor ist unter einer Dachschräge, da knallst du gegen wirklich. Aua. Jawohl. Ja, er hat sein. Er hat das ja irgendwann mal erzählt. Der hat sein Spiel auf Spanisch gestellt, um zusätzliches Spanisch-Training mitzunehmen, weil er sich in irgendeine verschossen hat, die halt nur Spanisch gesprochen hat. What? Ich war voll... Was? Ey? Ah, okay, ich muss den Trick. Wie dann der? Was ist denn das? Seid vorsichtig. Das Bewohner auf Spanisch. Ah. Überkopf-Twist. Aber wäre eigentlich mal was, auch so Smash generell auf einer anderen Sprache zu spielen. Ich hätte halt nur Angst davor, dass ein Hero-Spieler dann reinkommt. Dann macht man ja nichts. Weil man keine Icons hat, die einem sagen, was für Spells der hat. Wobei, ich glaube, es gibt sogar eine Mod dafür, die kann ich dann für installieren. Ray DDD, King Didi. Das ist alle Sprachen durch. Nice. Ist jetzt Experte. Superklasse. Noch einmal. Wahnsinn. Frag dich dann, wenn ich irgendwas auf Japanisch übersetzt haben muss, ne? Wann steht bei Hero überall irgendwas mit Super... Super Explosion, okay. Auch immer das sein soll. Robin hat Smash auf Japanisch und wir haben als viert alle mit Hero gespielt, das war funny. Stimmt, er hat schon öfters auch Hero gegen mich gespielt und er topdeckt halt immer so richtig kranke Sachen. Leider sehr selten. Mika. Ernst hat's erkannt. Oh, nice. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei, das durchzuziehen. Ich hab das halt auch mal angefangen. Aber irgendwie war die Motivation zu schnell weg. Okay, heilen. Oh ja, genau, stimmt da. Da warst du ja noch gar nicht da. Achievements bekommen. Das hat mich auch sehr überrascht. Ich dachte, er ist irgendwie 7 Stück. Sehr gut. Achtung! Schön ruhig. Achtung! Okay. Nice, kannst ja doch versuchen, dich reden. Das angefangen, dann aufgegeben, willst aber wieder Japanisch anfangen, weil nichts Japan. Nice. Dann dir auch viel Erfolg beim Durchziehen. Ich glaube an dich. Irgendwann fahre ich mal nach Japan. Links. War auch unbedingt nach Japan. Fliegen. Ich hab nach Japan fahren können. Noch 10. Links.
Links. Rechts. Schön drehen. Links. Halt rechts. Jetzt zwei Homografie. Sehr gut. Weiter so. Oh mein Gott, ich muss mal wieder in meine Mails gucken. Leicht in die Knie und spannen. Weil vorgestern auf Ami geguckt. Ist jetzt im Drop von der Pre-Order. Nächste Übung. Will die dann endlich bezahlen? Und mir dann gönnen. Die Muppets fahren wieder Landkarte. Hey, stimmt. Voll der Lifehack. Das ist auch viel günstiger. Und los. Schön drücken und ausatmen. Okay. Wunderbar. Du bist spitze. Super toll. Gut so. Okay. Wenn du dich übrigens einsetzt, wirst du das Spiel niemals anfangen. Understandable. Das ist auch ziemlich hart. Bleib dran. Mensch, Popcorn gefunden. Überkopf-Twist. Wenn das dein Magier wieder um... Oh Mann! Und los. Das total. Können die das mal nicht ganz weit nach hinten schieben? Und dann wieder halt nach vorne schieben? Fantastisch. Das fände ich netter. Das haben die bei der Pyra-Figur halt auch gemacht. Seitenwechsel, Beine wechseln. Und los. Also die Pyra-Figur sollte ja im Januar 2023 re-released werden. Aber die haben die halt jetzt auf Oktober 2022 verschoben gerade. Der Gegner ist benommen. Das ist unsere Chance. Power Überkopf-Hüftschwung. Okay. Je voller die Bewegung, desto größer die Wirkung. Das sieht nicht sehr effektiv aus. Weltklasse. Erzabwehr. Machen die immer so, steht auf der Seite tatsächlich. Doch wenn nicht mehr bekannt ist, okay. Den Bauch stärker als die Arme. Bermuda Stark. Ja, nur mit der Hüfte. Oh. Okay, nächste Übung. Nee, sonst habe ich keine Figuren offen. Was mir voll leid tut. Ich hätte halt so gern die Nia-Figur vorbestellt. Aber damals war ich halt noch am Leben vorbeigelaufen. Und wusste nicht zu wertschätzen, was für ein fucking großartiger Charakter Nia ist. Spitze! Super toll! Den Ringkon weiter nach oben. Noch einmal. Jump King kenne ich aber auch nur aus Streams. Vor allem von Connor. Da sieht das immer nach sehr viel Suffering aus. Schön festgreifen. Okay. Elegant. Toll. Das macht mehr Schaden als dieser Ultra-Hüftschwung. Glaube ich. Wahnsinn. Erzabwehr. Weiter drücken. Er ist zum Geburtstag gewünscht und angefangen. Mach ruhig Pause. Ist immer noch dran. Aber nee, das mache ich nicht. Das mache ich dann lieber mehr Hüftschwung. Basic für Chatting und gleichzeitiges Gaming. Nein, du musst den Chibu-Wo-Jump machen. Was ist denn das für ein Sprung? Das macht wirklich mehr Schaden als der krasse Hüft. Hast du 60-70%? Boah, das ist auch schon heftig. Das ist unsere der Hüftschwung. Power Überkopf Hüftschwung. Oh Gott. Das trainiert die Taille. Ich glaube, Kelly hat das ja auch gespielt und halt Connor sah sehr nach Suffering aus. Und los geht's. Beim Armheben unteren Rücken gerade. Super. Schön. Super. Prima. Gut so. Noch einmal. Gut. Seitenwechsel.
Beine wechseln. Es gibt einen Sprung, bei dem Joey, die Anime-Man, immer an den Anfang von Code Geass OP gesungen hat. Oh. Okay, das ergibt Sinn. Genau. Du machst das auch. Nice. Ja, aber so Kampfschreie finde ich generell auch sehr hilfreich. Nicht mehr viel. Beim Ausatmen Spannung im Bauch. Deine Herzen, sei vorsichtig. Nein, ich schaff das jetzt. Oh Gott. Schön drehen. Ihr manchmal an wie alleine rum, das ist so gut. Relatable, das würde ich auch gerne machen, weil ich bin immer so eine stille Person. Außer wenn irgendwas Krankes in Smash passiert, reiche ich ja gerne ins Mikro. Aber noch eine Erbsabwehr, dann habe ich nicht gerechnet. Bitte das nicht. Oh Gott, das ist ein heftiger. Nein, ich hab. Oh. Well, fuck. Hätte mich einfach heilen sollen. Nein. RIP ich. You tried, ja. Immerhin kann ich es jetzt besser versuchen. Holy shit, wie effektiv ist das denn zur Heilung? Ich werde mal. Das Lighting, das liegt. Oh. Beim Achievement für die Dead Cells Flawless irgendwann nach 3 Stunden angefangen, die Nachbarschaft dachte, das zusammenzuschreien zu lassen. Oh Mann. Moment, ich kaufe mir ein paar Verbesserungen. Oh, Abwehrglück, Chance auf komplette Unversehrbarkeit. I take that. Every time. Extra Herz, let's go. Noch mehr Apps-Abwehr. Oh, let's go. Okay. Nicht besser gewiped, ne? Speedrun. Jump King hat Speedrun erschieft. Okay, das klingt nach Suffering. Moment mal, ich werde ein. Beweg dich mal was einlösen. Heute werde ich es versuchen. Bin wahnsinnig, ja. Denn der mich wiederbelebt. Oh, ich habe keine dafür. Nicht ein. Oh. Fitness. Einen bitte. Gibt's einen Buff für gelbe Übungen? Oh ja, gibt's. Oh, ich bin jetzt all mein Geld los. Ich glaube, das ist es wert. Ja, ich habe getrunken gerade, aber ich trinke lieber nochmal. Aber ich glaube, ich werde mich mal meinem Rock entledigen. Wird mir doch ein bisschen sehr warm drunter. Okay. Nein. So. Hm.
Kampf beginnen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich als ab Kampfbeginn loslege. Ein Rock ist doch schön luftig, ja. Eigentlich ist er das. Aber hier ist halt Luft, die Luft sehr am Stehen. Ich mach auch mal kurz das Fenster auf. Das kann schmerzhaft werden. Ja, das wurde. Um die Hand der Gegner. Achte auf die Gegnerfarben und wähle eine Übung. Okay, Moment mal, erstmal den Tank nehmen, der gelbe Übung hat. So, mein Hüftschwung. Hallöchen, Alessandro. Ja, der zweite Versuch vom Boss, weil er mich so hart zerstört. Oh, ich hab Glück gehabt. Okay, während er noch so gebufft ist. Extrem. Hogge. Die wird kaputt dehnt. Und los geht's. Ein tieferer Stand steckt im Unterleib. Jawohl. Superklasse. Musste ich gerade an einen YouTuber denken, der sehr viel Binding of Isaac gespielt hat. Weil ich habe den Namen vergessen. Okay. Der hat das so hauptsächlich. Gut. Seitenwechsel. Beine wechseln. Was ist der denn? Und los. Beide Füße zeigen schön nach vorne. Ganz toll. Den Bauch stärker als die Arme. Deutsch oder Englisch? Englisch. Iggy? Der streamt inzwischen, kann das sein? Iggy habe ich damals geguckt, aber der hat hauptsächlich Schedule gemacht, oder nicht? Bubble Streak? Könnte sein. Da klingelt halt jetzt nicht direkt. Ich will mal gleich einmal googeln. Oha, was? Die habe ich nicht mitbekommen. Muss ich mal gucken, ob YouTube mich nicht einfach deabonniert hat. Das macht es ja, Mann. Und los geht's. Nicht den Rücken rund machen. Das habe ich, genau das habe ich letztens bei jemandem gemerkt. Max, falls ihr den kennt, der so Kochvideos macht. Weiter so. Noch einmal. Hat der einen neuen. Oh. Magst du mir den vielleicht auf Discord verlinken?
Und los geht's. Den Ring kommt beim Einatmen heben. Genau. Was soll ich sagen? Genau, Max, der so Kochvideos macht, da wollte ich Uri dann ein Video zeigen. Und dann stand da einfach nicht abonniert, so. Und dann war ich so endlos verwirrt. Dankeschön. Überkopf-Hüftschwung. Ach, Hüftschwung ist nicht anstrengend. Schwung. Hüftschwung. Uno, okay. Uno, das. Uno, das. Uno, das. Uno, okay. Ein Arm heben. Unteren Rücken gerade. Das. Noch 20. Hälfte geschafft. Das. Uno, das. Uno, okay. Noch 10. Das. Uno. Noch 5. Uno, das. Perfekt. Toll, du bist nochmal dran. Oh mein Gott, was? Überkopf-Twist. Nice. Läuft ja übelst gut jetzt. Und los geht's. Beim Und es läuft auch übelst an mir runter. Okay. Oh. Schön. Brauche. Dusche. Perfekt. Noch einmal. Gut. Seitenwechsel. Beine wechseln. Das dauert auch viel, wieder viel länger, als ich dachte. Dripping. Okay. Das ist Blatt. Prima. Du bist spitze. Noch einmal. Tadellos. Ey, man, never. Ich hab mich exposed. Ich bin nur ein Fake-Gamer. Nächste Übung. Tor-Twist. 2 Jahre nicht aufgepasst und erst Half-Life. Und hast du mitbekommen, dass ich Game Over gegangen bin? Schön drehen. Rechts, links, rechts, links. Schön drehen. Rechts. Arbeite vor allem mit den Schultern. Links, rechts. Nie wieder spielen. Na doch, ihr zwingt mich rechts, ja dazu. Rechts, links, rechts, links. Einmal sogar. Ja, aber einmal hatte ich ja ein Wiederbelebungs. Links. Bisschen Block nicht wirklich, also den Apps. Block. Und los geht's. Ja, also ich glaube, der macht halt verschiedene starke Angriffe, deswegen blocke ich nicht immer den gleichen Schaden oder so. Wenn er mit 2 Armen angreift, einen Oberarm, dann macht er natürlich mehr Schaden und ich kann halt nicht alles blocken. Wobei, bei seinem einfachen Angriff kann ich auch nicht alles blocken. Dafür ist halt der Endboss. Spitze. Super klasse. Ganz toll. Fantastisch. Block doch auf. Ja. Das ist halt kein perfekter Block. Wenn die Gegnerangriffe zu stark sind, dann gehen die da durch. Aber ich verliere weniger HP, als wenn ich gar nicht blocken würde. Okay, jetzt heile ich mich erstmal. Deine Herzen, sei vorsichtig. Der neuen Kopfseitenbeuge. Und die Aufwärmung doch. Und los. Drücke die Beine und halte sie gerade. Oh. Super. Gut. Ah. Das ist halt wie so ein Block in einem Fighting Game. Okay. Spitze. Da verliert man dann ja auch HP. Außer wenn man halt so ein Perfect Harry macht oder so. Die Evo Moment 35? Oder war das 37? Ganz schön schwierig. Bleib dran! Überkopf-Twist. Da, wo Daigo Umehara den Super vom anderen Spieler so perfekt blockt mit ganz vielen almost frame-perfect Inputs, man selber noch ein raushaut und so gewinnt. Also der, ich glaube, der musste 10 Hits so blocken. Sonst hätte er halt, weil er so ein Millimeter HP hatte, instant verloren. Ein guter Moment. Super.
Noch einmal. Perfekt. Vielleicht muss ich das ja auch einfach frame perfect machen. Boah. Okay, nächste Übung. War's das? Oh, ich beende es mit dem Hüftschwung. Street Fighter 2, ja. Das tue ich. Okay, ich bin tot. Das war der Knaller. Kann man das schon sagen? Nicht oft. Gott, Leute, fast Level 69. Endest du deinem Finger? Das ist ein guter Und Satz. Nun die Abschlusspose. Damit verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte. Okay, Abschlusspose. Soweit es Beat-Spieler-Like. Ja! Beat hat sogar zwei Hüftschwünge dafür. Back-Air und Side-Special. Den rechten Daumen bitte wie gezeigt auf die IR-Kamera legen. Die Messung läuft. Bitte nicht bewegen. Oh. Nur? Okay. 69. Oh, hab gleich was für ein Video aufgenommen. Müssen, bis ich wieder ganz fit. Heikling! Und jetzt locker noch. Ach, ich hab ja Twitch-Clips dafür. Ja, 1000 Neon, 1000 Pyra-Screenshots. Das nehme ich mir vor. Für meinen Replay. Oh, er ist doch noch vom Bösen besessen eigentlich. Oh. Na gut, dann eben nicht. Au, eingeschnappt. Dass ich nach dem Abi ein wenig über 200%, das ist ja nur die Main Story. Ja, nice. Irgendwann. Moment mal, du hast Torna nicht durchgespielt. Oh, okay. Das ist so eine Hammer-Story. Ich bin so froh, dass sie das als DLC gemacht haben und nicht in der Story von Xenoblade 2 verarbeitet haben. Bin tot. 100%. Ah, okay. Was ist durch? Gibt's Tonne. Alles daran. Wie vor allem, dass man an FFO Era herkommt. Aber Era tut mir. Ah. Boah. Okay, jetzt sterbe ich, aber ich muss duschen gehen. Moment, ich rücke mir meinen Stuhl hier hin. Das Ende ist auch super, ja. Das ist halt, also es ist passend. Es ist halt kein wirklich schönes Ende. Was die Karte, oh, wie nice. Okay, ich habe das nur digital, weil ich ein Pleb bin. Muss mich dir offiziell unterordnen, allein halt schon, weil du die Collector's Edition von dem Spiel hast.
Wow, YouTube Music. Einfach mein Spiel pausiert. So. Aber ich hab's ja auch schon gesagt. Ich raide euch zu Robin rüber. Ich bin tot. Checkans. Der Originale. eBay Kleinanzeigen wird manchmal, naja. Vielleicht sollte ich mich da auch rumtreiben. Xenoblade 2 Pro Controller, dann würde ich auch so gerne haben, aber ich habe halt einen Splatoon 2 Pro Controller. Den liebe ich, der wurde mir halt auch zum Geburtstag geschenkt. Der ist so cool. Von dem könnte ich mich nicht trennen. Aber ja. Ich wünsche dir viel Erfolg und dann wünsche ich euch noch eine angenehme Nacht. Dankeschön fürs Zugucken, fürs liebe Mitchatten. Nochmal Dankeschön an die Subs, die hier wieder reingekommen sind. Und dann sehen wir uns ja morgen wieder. 16 Uhr habe ich, glaube ich, eingeplant für Smash Viewer Games. Beim Duschen. Jasper, woran denkst du bitte? Dann, ja. Viel Spaß noch bei Robin. Erster Affiliate-Stream. Pog. Und bye bye. Thank you.